Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um ein Preset, den habe ich den PO Puncher genannt, von Parallel O Puncher. Der Trick oder der Tipp stammt ursprünglich von Jonas vom Recording Blog, und der Trick lässt einem so bei Kicks und bei Snares hauptsächlich so ein bisschen mehr Druck, mehr Punch reinbringen. Das ist ein ganz seichter Effekt, aber der ist einfach total schön, und ich dachte, ich gucke mir das einfach mal an, wie man das mit einem kleinen Preset in Bitwig realisieren kann. Das Preset lade ich natürlich wieder auf unseren Discord-Kanal hoch und werde den auch später dann irgendwann auf der Webseite zum Download anbieten. Da muss ich mir einfach noch eine Gedanken machen, wie ich das am besten mache. Aber ich zeige euch jetzt am besten, was das genau ist, wie ich das gemacht habe, und die Beschreibung bzw. den Link zum Recording-Blog, dem Tutorial von Jonas, den füge ich auch noch in die Videobeschreibung hinzu. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe jetzt einfach mal einen Kick, eine E-Snare und von der Drum Machine die Kick genommen. Und von der E-Kick, die klingt ja ungefähr so. Und ich habe mir jetzt ein Preset gebaut. Da gehe ich jetzt mit Pfeil nach unten, Steuerung Pfeil nach rechts auf die Presets, wieder und dann S für Suche. Dann gehe ich einfach P-O ein und dann habe ich schon meinen PO-Puncher. So, das Ganze öffnet sich jetzt hier auf den Fernsteuerung, also auf den Remote Controls, und ist ein Chain Device. Und wenn ich das aufklappe, habe ich hier einen Instrument Layer, und da geht einmal das Originalsignal durch und dann geht einmal das Punch-Signal durch. Das ist nichts anderes als nochmal das Originalsignal, nur dahinter versteckt sich dann ein EQ, der hier so ein sehr schmales Band rausschneidet. Und ich habe jetzt hier vorne, habe ich hier ein paar Kontrollen zu der Kick gemacht. Das ist die Kick, die hört sich so an. Und bei den Kontrollen sieht es folgendermaßen aus. Dieser Frequenzshift, wenn man hier drüben so ein bisschen drauf guckt, mache vielleicht hier einfach mal den Inspect dazu, dann sehen wir hier vielleicht ein bisschen mehr. Dieser Frequenzshift, wenn man den jetzt hier so rumdreht, sieht man, dass es hier die Frequenz hin und her schiebt. Die schiebt es quer durch den ganzen Frequenzraum, so viel braucht man eigentlich gar nicht. Wenn man das mit der Maus macht, kann man linke Maustaste drücken, dann die rechte Maustaste gedrückt halten, dann kann man viel, viel feiner schieben. In viel kleineren Abständen. Müsste eigentlich auch, wenn ich mit der Maus klicke und Shift-Taste drücke, dann geht das auch, genau. So, Doppelklick kommt da wieder in die Ausgangsposition. Ausgangsposition ist hier der erste bei 60 und der zweite bei 90 Hertz. Da habe ich jetzt ein bisschen rumgespielt. Bei 90 Hertz. Dann kann ich das Ganze noch so ein bisschen auseinanderziehen. Und hier habe ich nochmal, hier habe ich dann einen Gain. Das sieht man hier oben, da wird der gesamte Bereich, den ich hier rausschäle, nochmal in der Lautstärke angehoben oder also geboostet oder gesenkt, attenuated. Und was ich noch machen kann, ich kann das Originalsignal einfach ausblenden, dass ich nur diesen Bereich höre, den ich da verstellen will. Und wenn ich das jetzt einfach mal mache, also gehen wir vielleicht einmal ganz kurz noch komplett durch. Ich habe hier noch einen Low-Pass-Filter, der liegt bei 30 Hertz. Den habe ich standardmäßig da drauf gepackt auf das Originalsignal. Der Punch, der hat das ja hier nicht, der macht hier quasi sein eigenes Süppchen. Dann habe ich hinten drauf einen Kompressor, der ist standardmäßig eingeschaltet, den kann ich ausschalten, wenn ich möchte. Und von dem Kompressor den Threshold und den Attack habe ich mal hier vorne hingepackt, damit man nicht ständig hin und her scrollen muss. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen Peak Limiter drauf, der so das Schlimmste aufhalten sollte, falls man da einfach mal komplett überdreht. So, und wenn ich jetzt die Kick hier laufen lasse, klingt die im Original so. Und mit dem Puncher, ohne dass ich was gemacht habe, mit dem PO Puncher, ist jetzt nur ein Kompressor drauf
Und man hat jetzt einfach das Signal plus diesen Punch-Bereich. Der kommt jetzt schon leicht präsenter durch. Und jetzt kann ich das Originalsignal muten. Jetzt höre ich nur noch diesen Bereich, der hier durchkommt. Und den kann ich jetzt so ein bisschen rumschieben. Hätte ich jetzt so einen bassigen, da braucht man unbedingt gute Kopfhörer, um das zu hören. Könnte hier jetzt wie so ein Herzklopfen da reinmachen. Könnte es auch noch verstärken. Geht schon ziemlich heftig zur Sache. Und jetzt beide zusammen, wenn ich jetzt im A-B-Vergleich höre, mit aus. Und nochmal an. Oder ich verschiebe das hier nochmal. Und kann dadurch die Kick erheblich im Sound, im Punch verändern. Und was Ähnliches kann ich auch mit der Snare machen. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder so original geladen. Wenn ich jetzt so eine Snare hier habe. Vielleicht noch eine kleine Info. Ich habe die Lautstärken von den beiden runtergezogen. Ich glaube jeweils um 6 oder 12 dB und habe dann hier in dem Chain wieder verstärkt, sodass ich innerhalb von diesen beiden Signalen doch erheblich was an der Balance ändern kann. Theoretisch könnte man das sogar noch weiter runterziehen. Dann ist nur, wenn man den Puncher einschaltet, erstmal das Gesamtsignal relativ leise, wenn man den Gain hier nicht aufdreht. Das muss ich nochmal ausprobieren. Also eventuell korrigiere ich das nochmal, so dass man hier einfach ein bisschen mehr Spielraum hat, um zwischen Originalsignal und Punch-Signal ein bisschen mehr zu machen. Aber eigentlich sollte man da nur so ein bisschen was verändern. Das sollte gar nicht so extrem sein. Dann sollte man schon wieder zu anderen Mitteln greifen. Also ich lasse jetzt einfach nochmal dieses Snare hier laufen und habe jetzt schon die Verstärkung der Snare. Allerdings sehe ich hier, die Snare findet hier oben statt. Ich kann das ja hier mal. Die Snare hat quasi so hier ihren ersten Hit. So, und wenn ich das jetzt hier so rüber, ups, wenn ich das hier so rüber schiebe, dann komme ich hier in so einen Resonanzbereich. Und der Bereich wird schon mal verstärkt. Könnte das hier jetzt auch noch mal verbreitern ein bisschen. Und habe jetzt einfach so ein bisschen mehr Punch, bisschen mehr Volumen drin. Und die Snare klingt jetzt nicht mehr ganz so zweidimensional. Und ich kann natürlich auch noch mal witzige Sachen machen. Aber mal so. Ich drehe die hier so hoch. Mach mal das Ding hier an und mach mal das Original aus. Dann habe ich jetzt einen lustigen Billardrhythmus. Indem, dass ich einfach nur diesen Bereich hier rausgeschält habe. Könnt ihr natürlich auch hier lauter machen. So, und dann habe ich hier noch von der Drum Machine, kann ich hier die Kick nehmen. Und da habe ich im Moment auch noch gar keinen geladen, da lade ich jetzt einfach einen rein.
Pfeil runter, Steuerung Pfeil nach rechts, auf die Presets wechseln, S für die Suche und dann P-O eingeben, Pfeil runter und den Puncher. Ein bisschen Browser-Tutorial nebenher, kann ja auch nicht schaden. So, dann machen wir wieder die Chain auf, damit wir auch ein bisschen was sehen, was hier passiert. Und da habe ich jetzt die Kick. Da ist Velocity drin, das wollte ich eigentlich gar nicht. So. Ups. So, hier habe ich wieder die Kick. Da habe ich den PO Puncher. Der legt dann gleich los mit ein bisschen mehr Punch. Ohne dass ich groß was gemacht habe. Die Auswahl von 60 bis 90 Hertz habe ich deshalb reingemacht, weil das so für viele Kicks, sag ich mal, so der Bereich ist. Oder am ehesten der Bereich ist. Und jetzt kann ich hier auch wieder auswählen. Mit dem Frequenzshift könnte ich zum Beispiel hier hingehen, wenn ich hier auf dem EQ das so sehe. Hat jetzt so einen leichten Delay-Effekt drauf. Oder klingt ein bisschen so, jetzt könnte ich es noch verstärken, wenn ich wollte. Wird dann ein bisschen komisch, weil es einen komischen Sound reinkriegt. Also im Prinzip brauche ich eigentlich oft genug einfach nur den Frequenzshift hin und her schieben. Die Verstärkung habe ich ja, oder naja, im Endeffekt ist es ja der gleiche Kick nochmal, nur dass außer dem Bereich hier alles andere weggeschnitten ist. Das heißt, hier in dem Bereich wird einfach nochmal der Sound verstärkt und in den anderen Bereichen nicht. Also der wird einfach ein bisschen hervorgehoben. Und da reicht es normalerweise mit dem Frequenzshift schon mal ein bisschen rumzuspielen. Kann natürlich auch nochmal den Bereich ein bisschen vergrößern oder sogar noch verstärken oder sogar auch absenken. Ginge ja auch, wenn man einen bestimmten Bereich einfach schwächer machen will. Gucken da unten. Und den Kompressor kann man ausmachen, wenn man möchte. Oder den Attack ein bisschen höher einstellen, auf 10 Millisekunden oder so. Man kriegt da einfach so ein bisschen mehr, so einen ganz leichten Touch mehr Druck und mehr Räumlichkeit rein, also mehr, dass das nicht so ganz so platt klingt manchmal. Ja, das war schon auch an der Stelle. Wenn ihr so ein dieses Preset, was einfach so ein bisschen, also wie gesagt, das ist jetzt halt nicht so der Wahnsinns Effekt dabei, also der Wahnsinns hörbare Effekt, ist aber ein spürbarer Effekt. Und er macht einfach so Kick und Snares, macht der meines Erachtens einfach ein bisschen schöner, voluminöser, hat einfach ein bisschen mehr Punch. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Preset gefallen hat, dann holt euch das auf unserem Discord-Server im Preset-Kanal für Bittwig. Und würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert oder schon abonniert habt, die Glocke drückt und wenn ihr kommentiert. Was ist eure Meinung zu dem Trick? Ich fand den wirklich sehr gut. Es müssen ja immer nicht diese brachialen Tricks sein. Das können auch mal so diese ganz feinen, leichten Tricks sein, gerade wenn man so ein bisschen ruhigere Musik macht und einfach das Schlagzeug so ein
bisschen aufwerten möchte, dann ist das doch ein wirklich toller Trick, um so ein normales Schlagzeug in ein etwas schöner klingendes Schlagzeug verwandeln zu können. Ja gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.